Der offene Sarg. Zu Dornum im Leichengewölbe steht der Sarg eines Kindes, und in dem Sarge liegt ein feines, schönes Kind, unversehrt und wie lebendig. Man erblickt dasselbe aber durch die Öffnung am Fuße des Sarges, welche nicht geschlossen werden kann. Dies kommt aber daher. Vor langen Jahren lebte ein Graf von Dornum, der hatte ein einzig Mägdlein, das war so schön und lieblich anzuschauen, dass man sich nicht satt dran sehen konnte. Und die Gräfin, des Kindes Mutter, meinte aus diesem Grunde, ihrem Kind könne kein Leid geschehen, auch dürfte es nicht sterben, und trieb ordentlich eine Abgötterei mit ihm. Es strafte aber der Herr über Tod und Leben die törichte Mutter also, dass ihr Kind plötzlich starb und dennoch aussah, als es lebendig sei. Da war sie ohnmaßen traurig und wollte sich von ihrem toten Liebling nicht trennen, musste es aber am Ende doch und wurde das Mägdlein beigesetzt. Es ging die Mutter aber stündlich zur Gruft und sah in den Sarg, wo das Kind nicht verwesen wollte und immerfort blühte. Und weil dies eine ärgere Sünde war, denn zuvor, so ließ der Herrgott dieses nicht ungestraft. Denn es begab sich, dass das Fußbrett des Sarges abgestoßen am Boden lag und jedermann also in den Sarg sehen konnte. Und so oft es wieder eingesetzt wurde, so oft lag es wieder abgestoßen an der Erde und musste der Sarg offen bleiben. Und war dies eine Warnung für alle Christenmenschen, ein irdisch Wesen nicht über alles zu lieben. Das erkannte denn auch manch einer und war dieses Gotteszeichen ein Segen im Lande. Als aber die Menschen überaus klug geworden und solche Zeichen verwarfen, hat man den Sarg endlich schließen können und ist heuer also ein Zeichen weniger im Lande. Dieselbe Sage erzählt man sich auch in Grimasum.